Ja, dann würde ich starten. Ich glaube, ihr seht das erste Bild schon. Ich wollte einfach ganz grundsätzlich nochmal daran erinnern, weil Mobile Reporting wird ja auch gerne so ein bisschen als das also Blitze-Blitze-Ding, der Alleskönner, das Fernsehstudio in der Hosentasche und so weiter. Und das ist es natürlich auch alles. Ich möchte nur sozusagen nochmal den Beginn, den Blick darauf lenken, was ist es eigentlich? Also Mobile Reporting, wir haben es erstmal mit einem Handy zu tun. Ein Handy, was wahnsinnig viel kann. Aber es ist ein Handy und wie man auf diesem Bild eben auch sieht, ein Handy hat einfach fast jeder heute im öffentlichen Raum und dadurch sind wir, das finde ich sozusagen das extrem Wichtige bei diesem neuen Medium eben auch, oder so neu ist es ja gar nicht mehr, aber bei diesem Medium, dass es eben unauffällig ist. Eine Kollegin von der BBC hat das mal auch so wunderbar, wie ich finde, in dieses Zitat gepackt. Also eben dieses People just don't seem to be intimidated or pay much attention to it at all. Also dieses, es ist nebensächlich, also wir bewegen uns damit im öffentlichen Raum. Wir sind erstmal überhaupt nicht unbedingt als Journalisten erkennbar. Das finde ich so einen ganz wichtigen Punkt dabei. Eben auch für die Arbeit, dass man guckt, was passt. Also hier einfach nur als ein Beispiel, ich kenne es von einigen Sendern, was ich durchaus auch ein Problem finde. Die denken, wunderbar, Mobile Reporting ist billig. Da schicken wir jetzt eben kein Kamerateam mehr hin, sondern wir schicken eine Person hin, die kann doch Statements abholen und das alles so selbst drehen. Ich finde, ja, klar, funktioniert, aber sozusagen, also ich möchte gerne in diesem Webinar mit euch nochmal gucken. Was kann denn dieses Medium? Also was ist das ganz Besondere dabei? Was bietet sich dafür an? Was kann es, was eben ein Kamerateam nicht kann? Also dass hier zum Beispiel Statements abholen geht, aber ist für mich nicht Mobile Reporting oder sozusagen nicht das Medium so genutzt, wie man es nutzen kann. Sind nochmal hier bei der BBC-Reporterin. Also 2009 fingen so die ersten Journalisten professionell an, das Handy eben im Berufsalltag einzusetzen. Und 2012 war eben der große Moment, Foreign Press Association Award, hat da die Kollegin von der BBC für eine Radioreportage gewonnen. Also dann wurde sozusagen es wirklich mal ernst genommen, dass man damit was machen kann. Und ich finde eben vor allem damit, dass man auch andere Geschichten erzählen kann. Nur ganz kurz, in dem Fall ging es eben, das war eine ganz krasse Geschichte über Zwangssterilisierung von usbekischen Frauen. Und eben genau dieser Aspekt im Smartphone, es schüchtert nicht ein, man ist ganz, also bisschen inkognito nahezu unterwegs, man ist ja unauffällig, kann sehr nah rankommen an Personen und Geschichten. Also das sind geeignete Geschichten für Mobile Reporting, finde ich einen ganz guten Punkt, den man so im Hinterkopf haben kann, wenn man überlegt, was will ich denn eigentlich drehen, was sind eigentlich geeignete Geschichten. Dann für Deutschland war, glaube ich, so Lukas Breitenbach so ein bisschen der Klassiker. Wahnsinn, also wurde eben zum Konklave nach Rom geschickt. Und da war eben, also es hatte totale Wellen ausgelöst. Also wirklich nur ein Smartphone, externes Mikro und so ein Gorilla-Pad, das man hier so schön sieht, mit magnetischen Füßen dabei gehabt. Und hat eben zum Teil wirklich die Einmeldungen der Tagesschau also unterschritten, unterboten in der Zeit. Also war eben wahnsinnig schnell. Was, ja, also ich glaube, so ein bisschen vielleicht auch Fluch und Segen dieser neuen Art auf den Punkt bringt. Auf der einen Seite wahnsinnige Möglichkeiten, also hat wirklich irre Sachen gemacht, aber eben auch sehr, 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 sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Und auch die Frage, so ist es immer genau das richtige Format für die Geschichte, die ich erzählen will. Also sozusagen von diesem Journalismus in Echtzeit, den Lukas da betrieben hat, würde ich gerne ein allererstes Beispiel auch nochmal zeigen, wo wir heute stehen. Also das hat damals schon total beeindruckt sozusagen. Und lieber David, darf ich dich kurz regiemäßig darum bitten, Tangerine nochmal reinzuziehen. Ich wollte ein kurzes Video zeigen, das ist von 2015, ein Film, Tangerine. Das ist der Trailer, also 2015. Das lief eben letztes Jahr auf dem Sundance Film Festival und das wurde eben komplett mit dem iPhone 5S gedreht. Einfach nur als einen kurzen Eindruck, was man eben heute mit diesen wunderbaren Geräten machen kann. Hey, Alexandra, come here. Listen, have you seen Cindy? Cinderella. Looks like someone has a crush. Cindy's back on the block? Oh yeah, she's back. She's back and she's going hard. Merry Christmas, bitch. Woo! I got some good news to tell you about me and Chester. I know what it is. You're breaking up with him. Thank God. I'm gonna be cheating on you like that. Wait, 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 what? You didn't know?
White white. Who is she? Her name starts with a D. Danny. Desiree. Destiny? You're making me lose my game. She's some white fish. Desiree, does she know me with real fish? Yeah, bitch, like a real fish. Girl, like vagina and everything. Girl, calm the fuck down. It's not that serious. I will go with you under one condition. You must promise me that there's not gonna be any drama. I promise. I promise. Look at me in my eyes and promise. I promise no drama, Alexandra. Also ich erlaube mir schon mal kurz hier das zu stoppen. Also wirklich nur als ein Eindruck von was eben möglich ist. Wir haben gesehen, super Ton, super Bild. Und ganz eindeutig eben mit einem, also das wurde jetzt nicht auf dem Handy geschnitten, das wurde bestimmt nicht mit iMovie geschnitten. Also das ist sozusagen die andere Ende, also wo wir heute angelangt sind, dass man eben von der Bildqualität und von der Tonqualität wirklich Spielfilme drehen kann. Aber das bringt mich zu einer Frage, die wir vielleicht auch später noch weiter diskutieren können, aber die ein bisschen Downer ist, aber die ich trotzdem wichtig finde in unserem Job. Nämlich wirklich die große Frage vor dem Dreh. Man kann nämlich eben auch bis zu Tangerine eben so vollkommene Kinofilme damit drehen. Finde ich wirklich die Frage so, ist die Geschichte, also ist Mobile Reporting das richtige Genre für die Geschichte? Oder eben in Klammern, will jemand Geld mit mir sparen? Also wenn es darum geht, dass man selbst was ausprobieren will, dass man eben für einen eigenen Blog was macht oder dass man, keine Ahnung, also das jetzt nicht in erster Linie verkaufen will, dann ist es natürlich eine andere Frage. Ich will es einfach nur nochmal als für den Hinterkopf anreißen, dass das auch eine Entwicklung ist, weil eben gerade so viel geht, dass, wo ich denke, dass wir als Journalisten auch sehr achtsam sind, also dass wir da auch eine Verantwortung haben unserem eigenen Berufsstand gegenüber. Also so viel nur kurz am Rande, können wir vielleicht auch später nochmal mehr darüber reden. Also, denn weil man eben auch großartige Filme damit drehen kann, will ich auch nur daran erinnern, es ist eben ein Handy und sieht so aus, naja, drehst du mal ein bisschen, bringst du da was mit, machst du mal. Aber es ist eben wie ein richtiger Beitrag eben auch ein professionelles Stück Journalismus, was man eben auch genauso vorbereiten sollte wie einen Beitrag. Okay, also erzähl das. Jetzt wird es ein bisschen sozusagen schulmäßiger, aber ich finde es auch ganz wichtig. Ja, wir drehen mit dem Handy, aber wir drehen einen professionellen Beitrag. Also auch hier muss man sich eben die ganz normalen journalistischen Fragen stellen, so für, wenn man, auch wenn man einen ganz normalen Fernsehbeitrag macht. Also was ist mein Thema? Was ist mein Infoziel? Welche Protagonisten habe ich? Was sind die besonderen oder bestimmten Eigenschaften, die mitbringen? Und welche Herausforderung, Konflikt, Hürde bildet den Spannungsbogen? Also dieses 1 bis 4, das kennt ihr aus ganz klassischem Journalismus und das finde ich auch, also wirklich nur der Tipp aus der Praxis. Es ist so wichtig, wenn man denkt, naja, ich drehe hier mit dem Handy, ich gehe mal hin, ich gucke mal, klar, Reportern, man kann man ja immer machen, dann nimmt man mit an Bildern und alles super, ja, aber wenn man eben einen Schritt zurücktritt, vorher sich überlegt, was ist meine Geschichte, was will ich eigentlich erzählen. Es ist halt auch, wenn es Mobile Reporting ist, total wichtig, dass man weiß, welchen Beitrag möchte ich machen. So, damit man eben nicht am Schluss unglaublich viel Material da hat und überhaupt keine Ahnung hat, um Gottes Willen, wo fange ich jetzt an zu schneiden. Schauplätze. Immer, wenn man mit so eingeschränktem Equipment arbeitet, finde ich Innendrehs echt kompliziert. Insofern, also muss ich sagen, bei Mobile Reporting, dreht draußen. Oder guckt wirklich, wenn man drin ist, Achtung mit Licht. Also weil man, also sozusagen, wenn man jetzt schon mit Handy dreht und mit ganz wenig leichtem Equipment sehr mobil ist, dann nochmal einen fetten Lichtkasten mitzuschleppen, ist vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, komisch. Also Schauplätze wirklich überlegen, wo kann man drehen und nochmal umso mehr, dass man draußen dreht. Inhaltlicher roter Faden, klar, das ist so diese, was ist meine Geschichte, dass man eben nicht wild drauf los dreht. Das ist wirklich, finde ich, eine große Gefahr beim Mobile Reporting, weil man eben dieses Handy in der Hand hat und dann munter drauf los. Also wirklich überlegen, was ist mein inhaltlicher roter Faden und auch der bildliche. Also beispielsweise macht es ja, keine Ahnung, wenn man jetzt eine Reportage macht, mit dem Auto unterwegs ist, also so eine Stationengeschichte, dass man eben dann in dem Beispiel jetzt nicht vergisst, eben auch die Fahrten mit aufzunehmen oder so. Kann ich auch nur empfehlen, man kann wunderbar mit einem Gorilla-Pad oder so sich das Handy vorne rein vor die Scheibe stellen und kann da wunderbare Kamerafahrten mitmachen. Ja, genau. Ich gucke hier gerade, nimmst du ein separates iPhone für die Videos? Jetzt, ich persönlich nehme jetzt nicht zwei Telefone mit, aber natürlich unbedingt im Flugmodus einschalten, weil es ist ja in erster Linie noch ein
ein Telefon. Und diese Funktion schlägt alle anderen. Also es kann sein, dass du irgendwie gerade ein Statement von Angela Merkel also aufnimmst und dann klingelt dein Telefon und die Oma ist dran, weil das Telefon schlägt das Video. Angela Merkels Statement war jetzt ein sehr schlechtes Beispiel, weil ich ja gerade sagte, dass ich gerne mit euch herausfinden oder herauskratzen will, was geeignete Geschichten sind, und Statements wäre jetzt keins, aber das nur am Rande. Wir waren gerade bei 6 und 7, also inhaltlicher und bildlicher roter Faden. Kann ich wirklich, also, dass man dann eine gute Idee hat und auch erste Szene und Schlussbild. Also ihr kennt das alles, also ganz klassisch, wie man auch einen normalen journalistischen Beitrag planen würde, sollte man sich darüber auch bei einem Mobile Reporting Einsatz vorher Gedanken machen. Ich habe sozusagen goldene Regeln, die ich persönlich irgendwie am allerwichtigsten finde. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber was man halt auf keinen Fall meines Erachtens vergessen sollte, wäre eben A, Akku voll, Speicherkarte, Karte in Klammern. Also wirklich der Riesentipp, also man hat ja dann auch immer noch, keine Ahnung, irgendwie Musik drauf und Videos, macht dieses komplette Handy absolut leer, bevor ihr losdreht. Also Speicherkarte leer und Akku voll, auch die ganz, ganz wichtige Frage. Da kommen wir schon zu einem Equipment. Ich halte das einfach mal ganz simpel hier in die Kamera rein. Also so ein mobiles Aufladegerät, ne, dass man dann halt zur Not nochmal so umgesetzt das Handy reinstecken kann und einfach weiterdrehen kann, dass man dann nicht irgendwie im Regen dasteht und irgendwie Akku ist alle und man kann nicht mehr weitermachen. Wackelkamera ist ja sowieso blöd, aber auch hier, also es gibt ja auch, keine Ahnung, man kann sich ja super Steadicams mittlerweile auch fürs Handy kaufen. Kann man machen, finde ich, muss man nicht unbedingt machen, aber wichtig wäre schon, dass man eben ein Mono oder ein Tripod hat, oder mein absoluter Favorit ist eben dieses Gorilla-Pad, also man dann auch einfach hier jedes Handy jeglicher Art reinpacken kann und dann, also ich habe das eins ohne dass man es irgendwo ranstöpseln kann über ein Magnet. Ja, ist toll, braucht man nicht unbedingt, aber so kann man es abstellen. Und vor allem, selbst wenn ihr einfach nur so aus der Hand dreht, also so sozusagen das in der Hand habt, das macht schon einen riesen Unterschied. Also das Handy eben nicht jetzt so Selfie-mäßig so in der Hand zu haben, sondern dass man es hier reinstecken kann, macht einen riesen Unterschied. Und also ich habe echt, ehrlich gesagt, total gute Erfahrungen. Ich finde, mit diesem Ding also das reicht eigentlich schon. Dann natürlich könnt ihr zoomen. Also es gibt ja viele Funktionen, ihr könnt zoomen, aber auch wiederum Praxistipp. Eigentlich wird es immer blöd. Also wirklich der Tipp, geht ran, bewegt euch. Es ist, also ihr habt so ein kleines Ding in der Hand, geht näher ran. Also ihr müsst euch bewegen und nicht so sehr, wie man es halt kennt, jetzt als VJ zum Beispiel, dass man halt schön hinten sitzen kann und sich ranzoomt oder nicht. Ton, ganz wichtiger Punkt. Da kann man, also ja, man sagt dann immer, benutzt ein externes Mikrofon. Ich will auch nochmal kurz zeigen, was man da machen kann. Also ein Gerät, was sich lohnt, ist so ein iRig-Teil. Das gibt es auch von anderen Herstellern. Aber das Gute ist, dass man hier eben ein stinknormales Audiokabel ranstecken kann. Und hier hat man die kleine Klinke, die man ans Handy reinmachen kann. Und erstmal nur ein Beispiel, da könnt ihr halt auch zum Beispiel professionelle Funkstrecken benutzen. Und dann, also das wäre jetzt das Teil, was dann aufs Handy geht. Dann könnt ihr das hier reinstöpseln und dann hier das zweite Teil eurem Protagonisten hier den ganz normal verkabeln. Ups, so, genau. Also dieses iRig-Teil, das ist schon hilfreich, wenn man richtig guten Ton machen will. Oder ich habe mein heißgeliebtes Sennheiser-Mikrofon schon mal gezeigt. Also gerade für Radioleute, die halt wirklich richtig guten Ton brauchen und dann mit solchen Mikros arbeiten, da kann man eben auch hier wiederum mit einem normalen Audiokabel und dann über dieses iRig-Teil das auch wiederum ans Handy dann verbinden. Also Ton auch ganz wichtiger Punkt. Aber ganz, ganz ehrlich, also ich habe auch, also das allermeiste drehe ich ohne externes Mikro. Und es ist okay. Ich springe einfach weiter zu den Faustregeln, also quick and dirty in Klammern. Also nicht, dass ich jetzt per se finde, quick and dirty ist immer super, aber ich würde immer denken, beim Mobile Reporting geht es darum, also man hat mit dem Handy zu tun und es geht darum, sendefähige Beiträge rauszumachen. Und eben, wenn ich eine große Kunst machen will, dann würde ich eben auch empfehlen, vielleicht mit anderen Kameras zu arbeiten. Deswegen quick and dirty, da würde ich gerne nochmal ein zweites Beispiel zeigen. Das war aus Hongkong, vielleicht erinnert ihr euch noch, als die Proteste waren. Da gibt es diese BBC-Reihe, die eben auch mit Mobile Reportern gearbeitet hat.
Guck gerade, das war jetzt 2014, glaube ich. Das steht hier auch drauf. Ich finde es sehr interessant, weil das also für heutige Augen halt schon völlig antiquiert aussieht. Aber damals eben noch, also vor 2 Jahren halt als sendefähig galt, aber eben auch nur als eine Ermutigung eben, also bei diesem Video geht es darum, live dabei zu sein, durch die Menge durchzulaufen und eben nicht erst das Hochglanzvideo abzugeben. So, voilà. Ups. What I'm worried is that if they're not going to terminate their action in an appropriate time, there's going to be. Ich will ganz kurz Stopp machen. Lustig, ne? Also mit dem externen Mikro, was sie da benutzt haben, also einfach einen Teil rausgezogen. Also ist nicht schick, kann man schöner machen. Aber bei dem Beitrag, ne, es geht halt um diese Atmosphäre, es geht um darum, jetzt in diesem Moment bei den Protesten auf dem Platz zu sein. Und dann, ich finde, dann schluckt man das. Also vielleicht heute würde man es ein bisschen eleganter machen, aber eben dieses, seid kreativ und eben dann die für den Moment beste Variante wählen. Und dann ist es vielleicht auch okay, wenn da mal kurz ein gelbes Kabel im Bild ist. Vielleicht noch eleganter, auch noch ein heißer Tipp. Diese Mikro, also was wir jetzt auch gerade benutzen, das hat man ja auch oft einstecken, da ist ja auch ein Mikro dran, ne? Und wenn man das zum Beispiel ins Knopfloch steckt, dem Gesprächspartner, das ist auch ein super Ton. Also alleine mit diesem Kopfhörer, mit dem integrierten Mikro, könnte man schon als Mobile Reporter guten Ton machen. Wir schauen noch mal ganz kurz weiter. Severe bloodshed against him. This is go if that is the case, it's going to be a horrific tragedy for Hong Kong and for the world. I'm here again tonight in Causeway Bay and hope that if the police act irrationally and unreasonably today again, and we medical students will stand out and do what we can do to protect them. We will provide first aid services in the best way we could. So, ich mache ja auch noch mal kurz Stopp. Ich habe das Video gewählt, nicht unbedingt, weil es jetzt die große Kunst ist und irgendwie das tolle, tolle Video, aber einfach nur als ein Beispiel, wo ich denke, so das ist für mich Mobile Reporting, eben, dass man draußen ist, dass man ganz nah rankommt an die Leute, die Geschichten, also wirklich sehr, ja, nah und authentisch, wenn man diesen Begriff benutzen möchte, da Stimmen einfangen kann und eben jetzt nicht den absolut perfekten Bildaufbau haben oder so, aber viel Atmo, viel an dem Ort selbst sein. Genau. Also da ist nochmal als ein Beispiel. Genau, also davon abgeleitet sozusagen meine persönlichen Best-ofs Faustregeln, damit das eben funktioniert. Nochmal zum Drehen und Schneiden. Five-Shot-Rule haben vielleicht auch einige sowieso schon mal gehört. Also wenn ihr diese 5 Einstellungen macht, also eben Details, auch hier wieder nah rangehen, ne, was wir sagten, also nicht zoomen, sondern wirklich reingehen, die Details nicht vergessen, dann hat man die nahe, die halbtotale, dann also in Aktionen die totale, ganz wichtig, wo die Mundbewegungen eben, also wo man nicht mehr Lippen lesen kann. Und den ich jetzt mal, ja, oder den viele eben den Wow-Shot nennen, also irgendwas Cooles, was man mit dem Handy halt besonders gut machen kann, also eine ganz nah dran zu sein oder irgendeine ungewöhnliche Perspektive. Wenn man eben diese 5 Einstellungen hat, dann kann man jede Sequenz schneiden, also jede Situation ist damit schneidbar. Das wären die Faustregeln so drehen, damit man schneiden kann. Und die Faustregeln für den Dreh sind eben auch nochmal, auch wieder Handy, man ist dann so ein bisschen, also ich empfinde das ganz oft, dass ich viel ungeduldiger drehe, dann ist man kurz da und dann will man schon da weitergehen, also auch da sozusagen sich erinnern, 10 Sekunden stehen lassen, also wenn man kurze Atmos nimmt, dass man da nicht durchhetzt, Details, auch wieder Atmos, wenn wir mit dem Crossmedialen drauf kommen, also gerade wenn man noch was fürs Radio machen will, braucht man natürlich noch viel mehr Atmos, dass man das gleich mitnimmt. Und eben die Mobile Reporting stärken, was ja situative Interviews und dynamische Bilder anbelangt.
Genau, und David, ich sehe gerade im Chat, der meint, wir hören ja auch gerade den guten Ton von deinem Mikro. Genau, also das ist wirklich ein Trick, wenn man unterwegs ist, hat kein externes Mikro, steckt den Leuten das ins Knopfloch. Super, also ist auf alle Fälle sendefähig. So, die Zeit rast. Ich möchte, dass vielleicht noch die allerletzten Tipps, was ich für unverzichtbar halte. Okay, externes Mikrofon. Nehmt einfach sozusagen den Kopfhörer mit. Ich würde empfehlen, einen Gorilla-Pod oder was ähnliches sich anzuschaffen, damit man eben ruhiger drehen kann. Nehmt Reserveakku oder eben so eine mobile Ladestation mit. Und Lichttechnik würde ich auch schon sehr einschränken. Also ich würde echt versuchen, draußen zu drehen. Genau, also die Technik ist natürlich ganz wichtig. Vielen Dank schon mal für das Intro. Ganz schön fand ich, du hattest so ein Kit, eine Folie von den Sachen, die du auf jeden Fall dabei hast, wenn du Mobile Reporting machst. Vielleicht können wir das auf jeden Fall nochmal kurz uns anschauen. Ich glaube, das ist auch einfach sehr plastisch, genau, dass man das so auf einen Blick hat. Da vielleicht noch ein paar Worte dazu. Und dann können wir gerne in die Diskussion starten und die Fragen, die euch unter den Nägeln brennen, einzeln besprechen. Also vielleicht nicht wundern, bei dem, ich habe das ein bisschen zusammengebastelt, das Bild. Also diese, was man rechts im Bild sieht, diese Mikros, die in zwei Richtungen geht, das war sozusagen das Privileg von iPhone 4. Das konnte man wunderbar oben senkrecht reinstopfen. Das passt beim iPhone 5 nicht mehr. Also diese schönen für Atmos, das ist leider nicht mehr die Möglichkeit. Ich sehe gerade, ich habe hier einen Fehler in meinem Bild. Also diese gehen nicht mehr. Aber ich würde sagen, für Atmos sind die normalen, also wenn ich hier über die Lautsprecher geht, also da die Richtung Quelle, ist das normale Handy, die normalen integrierten Mikros absolut ausreichend. Und wenn ihr eben also wirklich extrem guten Ton haben wollt und unbedingt ein externes Mikro, ich würde in Klammern immer sagen, geht auf Nummer sicher und dann lieber mit dem Handy und ihr fühlt euch wohl ohne zu viel Technik-Schnickschnack außenrum, aber es wird was. Aber wenn es eben wirklich unbedingt ein externes Ton sein soll, dann sind Funkstrecken natürlich echt großartig, so, oder halt dann so ein externes Mikro. Also ich arbeite dann mit dem Sennheiser zum Beispiel. Also sozusagen mobile Ladestationen, Gorilla-Pad, die Sachen sind auch nochmal ganz schön, diese Aufsteckteile, wo man nochmal einen Weitwinkel oder ein Fischauge draufpacken kann oder ein Makro, das ist auch nochmal schön für so Totalen und Landschaftsaufnahmen kann man machen, also dass man die dann hier sozusagen über die Kamera. Geht bei Android auch. Ich möchte keine iPhone-Werbung machen. Und ich finde, das reicht dann auch. Ne? Kopfhörer und fertig. Also ich würde immer sagen, so reduzieren, nicht so viel mitschleppen. Keep it simple. Was sind denn typische Fehler, die Anfänger machen bei Mobile Reporting, Tabea? Also ich würde halt wirklich sagen, planlos losdrehen. Das ist der größte Fehler. Also, und gleichzeitig ja auch, was ich am Anfang meinte, eben diese Stärke. Man ist so, man hat das Ding so jeden Tag in der Hand. Das ist so normal, das ist so Alltag. Und dann, naja, dann drehe ich mal kurz ein bisschen. Also das finde ich mit dem größten Fehler. Also man muss trotzdem als Journalist das durchplanen. Man muss jetzt nicht jedes Mal einen Erzählsatz vorher aufschreiben, aber man sollte eben wirklich überlegen, was will ich machen, was brauche ich. Und auch ganz klassisch wirklich mit dieser Five-Shot-Rule. Also ganz oft vergisst man die Details. Also dann hängt man vielleicht an den Lippen von dem einen Protagonisten, den man verfolgt, oder ist halt so mittendrin und wackel, wackel, wackel und latscht dann durch die Demo durch. Aber dass man eben nochmal, dass man diese verschiedenen Einstellungsgrößen braucht zum Schneiden, oder nehmen wir eben eine Demo, dann hat man dauernd den Mund, der sich bewegt und man kann nicht schneiden. Also dass man da halt daran denkt, okay, ich muss die Szene auflösen für den Schnitt, ich brauche da diese mindestens fünf Sachen. Und es ist eigentlich so einfach, wenn man dran denkt, und dann ist man auf der sicheren Seite. Und braucht man unbedingt ein externes Audiogerät, fragt Gast. Ein externes Audio. Also quasi zum Beispiel so ein Zoom 6, oder braucht man das gar nicht? Also ganz ehrlich, ich benutze es nicht. Ich mache das Handy und fertig aus. Also, weil das ist wiederum die Frage, ne? Für welche Geschichten ist Mobile Reporting das geeignete Medium? Also wenn ich jetzt, also und ich finde halt so, die geeigneten Geschichten sind eben, wo ich die Stärken ausnutzen kann, wo ich mobil bin, wo ich einen ganz persönlichen Kontakt herstellen kann von Leuten, die eben mit einem Kamerateam eingeschüchtert werden. Also man kann eben sehr nah rankommen an Menschen
Und wenn man dann nochmal einen Moment, ich muss noch erst das Licht richten und das externe Mikro und ein externe Audiogerät einschalten, dann geht für mich schon wieder total viel verloren. Also vielleicht eine andere Sache wäre, wenn man zu zweit dreht, was ich ehrlich gesagt sowieso auch empfehlen würde. Also ich finde es ein Luxus, ich finde es toll, wenn man das zu zweit machen kann. Dann kann von mir aus der Zweite das mitschneiden. Aber ich würde eben nicht wieder was zwischen mich und die Protagonisten oder die Situation und mich bringen wollen als Mobile Reporterin. Michael hat gefragt, wann iPhone, wann DSLR oder Videokamera? Ich finde, es kommt wirklich immer wieder darauf an, was will man machen und sich dann entscheiden. Also wenn ich irgendwie eine umfangreiche Doku mache, dann drehe ich persönlich dann immer noch lieber mit einer Panasonic oder einer Sony, weil man dann eben beim Ton nochmal, keine Ahnung, es einfach nochmal besser kontrollieren kann und so. Das vielleicht noch in Klammern, wir haben jetzt die Apps ein bisschen übersprungen, also wenn man mit einer App wie beispielsweise Filmic Pro dreht, was ich echt empfehlen würde, da gibt es auch nochmal andere, aber das ist zum Beispiel mit der ich am liebsten arbeite. Also es gibt auch Filmmaker und alle möglichen anderen. Aber da kann man zum Beispiel den Ton, also man hat auch diese Anzeige so, das ist dann schon ein ganz guter Kompromiss. Also dann solche Geschichten würde ich machen, wenn ich eben im Ausland bin, unterwegs bin, nicht so viel Equipment mitschleppen will oder halt ganz zufällig in eine Situation reingerate und dann halt schnell das Handy zücke. Aber wenn ich halt längere Geschichten plane und die eben jetzt nicht nur ein Webvideo werden sollen, also ganz ehrlich, dann drehe ich mit einer Panasonic als VJ. Vielleicht auch ganz, also diese Apps sind, glaube ich, auch wirklich was viele interessieren. Vielleicht gehst du da nochmal drauf ein. Also die Dreh-Apps und vielleicht auch die Schnitt-Apps. Genau, also ich habe sollen wir noch ein kurzes Videobeispiel schauen? Oder ist es, also das war nochmal mit einer speziellen App mit einem iPhone 6 gedreht. Also ich muss sagen, ne, Achtung, Werbung, furchtbar. Aber es ist nochmal ein ganz gutes Beispiel von nochmal einer andere App als im Filmic Pro, nämlich Filmmaker. Und die haben auch nochmal ein ganzes Feuerwerk an technischer Ausrüstung eingesetzt. Also bitte missachtet die Werbung und dann guckt kurz euch das Gedrehte an. Dann ja, Film ab, lieber David. Oder soll ich starten? Nee. Ja, das war jetzt nochmal ein ganzes Feuerwerk, nicht unbedingt an dieser einen App, mit der man eben, wie man gesehen hat, einige Sachen noch machen kann. Also jetzt die Shutter Speed, also die auch die Bilder pro Sekunde und so weiter, also wo man auch nochmal einige Dinge verändern kann. Ich wollte da tatsächlich auch nochmal zwei Tipps geben, also beispielsweise Bettina Blass, eine Kollegin auf Twitter unter Küchenzuruf, hat da auch nochmal eine super Zusammenstellung gemacht, was sie benutzt, also jetzt beispielsweise Panorama, Storehouse, also wo jetzt, also die jetzt so ein bisschen in die Richtung ging, so Multimedia-Storytelling-Apps, die man auf dem Handy auch schneiden kann oder Panorama-Videos, die man zusammenbauen kann
Oder ich bin letztens noch gerade auf eins gestoßen. Wie hieß das? Splash, wo man auch drei, also Virtual Reality Videos drehen kann, also indem man verschiedene Sequenzen aufnimmt und die werden dann zusammengefahren. Ja, oder wir machen auf jeden Fall im Anschluss an das Webinar so eine Linkliste oder auch eine App-Liste, sodass man sich das dann nochmal in Ruhe anschauen kann. Also Auf das jeden wäre Fall. zum Beispiel nochmal also Ein Hinweis. an die Bettina Blass. Oder das habe ich hier auch noch mal im Moment in einer meiner letzten. Hier, also Markus Bösch zum Beispiel, ist halt auch super, wenn man jetzt sozusagen die, also man kommt ja jeden dritten Tag eine neue App raus, wenn man da nochmal wirklich mehr im Detail, auch mit Tests, würde ich Markus auch sehr empfehlen. Und Robert Montgomery ist auch irgendwie so eine super Quelle, was jetzt nochmal mit ganz konkreten Apps belangt. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schuldig, dass ich das so kurz abhake, aber also ich kann sozusagen wirklich nur sagen, also ich empfehle zum Drehen halt so Filmic Pro oder Filmmaker. Ich persönlich drehe mit Filmic Pro, die ich immer besser finde. Audio-Apps gibt es natürlich noch einige, aber für mich ist es für mich ist immer noch mal die Frage, was will man damit, wenn man was Längeres macht, schneide ich auch mit einem externen Cutter zum Beispiel. Und wenn es halt wirklich nur kurze Social-Media-Videos sind, dann kannst du es auch also mit iMovie oder Pinnacle zusammenschneiden. Und vielleicht noch der Hinweis, es gibt ja auch dieses kostenlose E-Book von Markus Bösch, Mobile Genau. Reporting, was man sich runterladen kann, was einfach so mal als Einstieg gar nicht so schlecht ist, um sich da weiter zu vertiefen. Ja, und ich hoffe, also dass auch so ein bisschen mein persönliches Anliegen daraus gekommen ist. Also ich finde Apps alles gut und schön. Bestimmte Sachen sind lohnenswert, damit es besser aussieht. Aber ich würde mir halt wirklich auch immer die Frage stellen, ich drehe mit dem Handy, was eignet sich dafür? Und ich finde immer, wenn man eben Equipment für 1.000 € dann noch da ankaufen muss und noch die App und das App und das kann man natürlich machen, aber ich finde manchmal so, also vielleicht reicht dann eben auch der handwerklich ordentliche Beitrag und für den Wahnsinnsdreh, dann schickt man halt ein Team. Welche Audio-App würdest du empfehlen? Vielleicht auch ein, zwei aus dem Stegreif? Hindenburg, I Said What wären so zwei, die mir jetzt direkt einfallen würden. Und Ja. vor allem war noch die Frage, Tabea, mit dem, ob du deine Sachen in die Cloud speicherst, wegen Speicherplatz. Also ist Genau. echt ein Problem. Also als ich dieses besagte Experiment mit dem 30-Minüter nur mit dem Handy gemacht habe, da habe ich dann, es war jetzt nicht so clever, aber ich habe dann wirklich auch meinen Laptop, also ich wollte es dann nicht in die Cloud machen, ich wollte es gleich hier bei mir zusammen haben. Persönliche Paranoia, man kann es mit Sicherheit auch in die Cloud ablegen, klar. Da habe ich dann tatsächlich auf den Dreh meinen Laptop mitgenommen und immer wieder zwischendurch mein Handy leer geladen, also alles rübergezogen, mein Handy wieder alles gelöscht. Und dann weitergedreht. Also es war dann wirklich, dass ich dann an einem Drehtag schon so drei, vier Mal rübergeschoben habe. Also dann ist es auch, also wenn man auch eben, das ist auch wieder das Ding, auch wenn man Apps benutzt, die ziehen mehr Strom. Man hat natürlich größere Dateien, das muss man alles ein bisschen im Hinterkopf haben, finde trotzdem lohnenswert. Aber also ja, also bei einer Demo nimmt man natürlich dann nicht seinen Laptop mit. Aber wenn ihr es ein bisschen planen könnt, dann ansonsten klar, Cloud. Du hattest ja vorhin gesagt, ich zitiere dich, man ist nicht erkennbar, man ist unauffällig, man kann nah rankommen. Gerade im Hinblick auf den Amoklauf in München gibt es da natürlich auch durchaus ethische Fragen, die sich da auftun. Zum Beispiel, wo ist dann der Unterschied zwischen dem normalen Bürgerreporter und dem Journalisten und inwiefern ist es dann zum Beispiel auch mit Periscope, wo man dann auch direkt live senden kann mit dem Handy. Also was würdest du sagen zum Thema Ethik, Verantwortung, Rechte, Pflichten? Das kann man natürlich unendlich weit ausbreiten, aber vielleicht Unendlich. einfach so ein bisschen deine Haltung dazu. Genau, also ich finde es ein ganz wichtiges Thema und also was mit die größte Stärke von Mobile Reporting eben diese, jetzt nicht Unsichtbarkeit, aber schon extreme Unauffälligkeit ist natürlich für bestimmte Geschichten super. Also keine Ahnung, ich war jetzt vor kurzem im Iran und habe da jetzt nicht journalistisch wahnsinnig gearbeitet, aber habe da auch einige Videos gedreht. Das war natürlich super, so unauffällig dann das machen zu können. Aber wenn man eben klar journalistisch arbeitet, das wird ausgestrahlt,
dann muss man sich eben auch als Journalist zu erkennen geben. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Das fand ich ganz interessant. Also wieder dieses 2013, diese ein Volontär fährt zur Enklave, der zum Beispiel auch geschildert, also Lukas hat zum Beispiel auch geschildert, dass er halt oft überhaupt nicht für voll genommen wurde. Also was ist denn der Typ mit dem Handy? Also ich glaube, da ist es dann eben schon gut, dass man, ich weiß auch nicht, also wenn man beispielsweise, ich hatte dann zum Beispiel mit meinem schönen großen Mikro dann halt auch von einem Sender dann halt auch den Windschutz drauf oder so. Oder ich weiß es auch nicht, es ist schwierig. Also es ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, wenn man offiziell Berichterstattung macht, muss man einfach den Leuten das klar machen, in welchem Kontext man sie gerade befragt. Aber zu der Ethik, finde ich, gehören halt zwei Seiten. Das ist das eine sozusagen nach außen betrachtet, aber das andere ist auch so in unserem eigenen Berufsstand nach innen. Also ich volontiert habe, war gerade so Videojournalismus, das letzte Ding, also der große Schrei und irgendwie drei Chip-Kameras, sendefähig, der Wahnsinn. Also da gab es Mobile Reporting noch nicht und da war eben, also ich finde, das ist, und da zeichnete sich eben schon ab, dass man, weil es eben dann das neue Medium ist, dass es da eben noch keine fixen Beitragssätze gibt bei Sendern, was alles ein bisschen, also alte, erkämpfte, ausgehandelte Sachen nicht mehr gelten, man muss alles neu machen, dass meine Erfahrung leider eher ist, dass man sich gegenseitig kannibalisiert und es gibt immer jemanden, der es billiger macht. Und ich wollte einfach sozusagen nur ein Plädoyer dafür halten, dass Mobile Reporting, es klingt alles so, naja, man ist da alleine unterwegs, man hat sein Handy da in der Hand, muss man doch nicht so viel bezahlen. Also dass wir uns halt auch sehr klar sind, es ist ein Fernsehstudio in der Hosentasche. Man kann damit professionelle Beiträge produzieren. Und also ich will einfach nur dazu plädieren, dass wir uns da nicht über den Tisch ziehen lassen und eben für absolute Hungerlöhne arbeiten, nur weil wir alleine mit dem Handy unterwegs sind. Das sind Beiträge und ja, also da, also man soll ja absprechen, man sollte da eben sich nicht unter Wert verkaufen. Ja. Du hast ja auch Einblick in unterschiedliche Redaktionen. Hast du das Gefühl, dass tatsächlich die Offenheit auch für mobil gedrehte Beiträge gestiegen ist in den letzten Jahren? Also manche glauben ja tatsächlich immer noch, dass es keine sendefertigen Beiträge geben kann mit dem Handy. Das hast du jetzt natürlich eindrucksvoll bewiesen, dass es doch möglich ist. Und die Einsicht sickert sicherlich auch immer mehr in den Anstalten durch. Aber so in deiner täglichen Arbeit merkst du deine Offenheit oder auch, dass die Redaktionen das einfordern, dass du ein Video mitlieferst? Also jetzt mal zum Beispiel jetzt auf Radio bezogen, das ist, also glaube ich, ist schon sehr klar angekommen. Wow, die können auch noch Bildmaterial liefern. Und das merke ich schon, dass es ganz stark stärker nachgefragt wird, also dass man eben dann nicht nur den Radiobeitrag macht und sondern auch noch ein bisschen Bewegtbild mitliefern kann. So, also ich glaube, diese Option wird schon sehr, sehr stark wahrgenommen. Bei Fernsehen, also ist natürlich jetzt mein subjektiver Blick, ne? Aber beim Fernsehen erlebe ich das schon eher, Handys im Fernsehen kursiert dann immer noch eher so als Kunst, Videokunst. Und das schon eher dann in den Bereich Webvideo fällt. Also obwohl man längst, also ich kenne immer noch Redaktionen, keine Namen, ich kenne immer noch Redaktionen, die noch nicht mal einen VJ-Beitrag senden. Einfach aus Prinzip nicht. Da mögen auch nochmal andere Überlegungen mit einer Rolle spielen, obwohl sie natürlich längst sendefähig sind. Manche haben ja auch die Befürchtung, dass insgesamt die Berichterstattung, also die Qualität der Berichterstattung sinkt. Siehst du das auch so, wenn man quasi immer mehr Handyvideos antizipiert? Also ich muss gestehen, ich stehe total auf diese Möglichkeiten. Also die machen mich glücklich. Ich finde es großartig, dass man sich dermaßen austoben kann. Deswegen muss man halt gucken, für was macht es Sinn? Also für was macht das Sinn? Und wenn es eben, also den qualitativ hochwertigen Beitrag oder das lange Hintergrundstück, da würde ich halt ein Team hinschicken, weil man dann auch alleine ein bisschen viel zu handeln hat. Aber wenn es darum geht, eben einen Eindruck zu bekommen von vor Ort, der eben fürs Web produziert ist oder über Social Media läuft, dann sehe ich, für mich ist es eben kein, ich glaube nicht, dass Mobile Reporting irgendwann klassischen Fernsehjournalismus ablösen wird. Das sehe ich einfach nicht. Ich sehe es als eine Ergänzung und die ist cool. Also ich finde die super. Genau, also in dem Zusammenhang, Richard Gutjahr ist natürlich auch schon als Name gefallen. Er hatte ganz ausführlich zum Thema Live-Berichterstattung aus der Hosentasche referiert, auch für die Tory Academy. Das kann man sich bei YouTube nachschauen. Wer noch mal stärker bei Periscope und Mercat einsteigen möchte. Frank aus Bayern fragt, was gibt es denn dann extra für ein Handyvideo? Oder wird das heutzutage einfach so quasi
mit erwartet. Da, also Kein ich kann, werde extra jetzt keine Honorar. Namen und Menschen nennen, aber ich kann wirklich nur sagen, so, also wir sollten uns als Journalisten nicht verarschen lassen. Also wenn wir extra Sachen liefern, müssen die extra bezahlt werden. Weil es ist eben nicht einfach nur das Handy hingehalten, sondern es ist ein journalistischer Beitrag und darauf sollten wir pochen. Aber es ist, also ich kann nur empfehlen, dass man sich eben zusammenschließt, austauscht und sich Sätze dann auch einfordert. Wir sind fast durch mit unserer Zeit. Ihr dürft gerne auch noch die ein oder andere letzte Frage in den Chat schreiben. Was mich noch interessieren würde, gibt es denn Reporter, die du empfehlen würdest, denen du auch folgst, die das ganz vorbildlich machen mit dem Mobile Reporting und wo man sich vielleicht das ein oder andere abschauen kann? Also ich glaube, so die absoluten Klassiker sind echt irgendwie Marcus Bösch und Robert Montgomery. Also wenn man jetzt sozusagen es klein halten will, dann würde ich sagen, die sind super. Und ansonsten, ich weiß nicht, also BBC ist echt immer ein super Fundort für neue Herangehensweisen. Also ich finde, da wird man eigentlich auch immer fündig. Also da gibt es immer tolle Experimente. Da war jetzt auch gerade kürzlich wieder was mit dem Handy. Ja, muss dann nochmal auf die Webseite direkt gehen, aber die haben auch als Teil ihrer Volontärsausbildung immer tolle Experimente. Und da geht natürlich jetzt auch sehr viel über Handy und so weiter. Ja, also BBC und diese beiden, also Marcus Bösch und Robert Montgomery würde ich empfehlen. Aber es gibt auch viele Frauen, die tolle Sachen machen. Ja, BBC gucken. Ich habe Also noch kann man eine denn letzte Seite bei deine meiner. Beiträge sehen oder sind die irgendwo Also archiviert? meine Doku war privat, die gibt es nicht zu sehen. Ich habe, also im Moment bringe ich Kleinigkeiten dann immer mal wieder bei Hostwriter ein. Viel zu wenig, weil ich irgendwie jetzt noch anderen Kram mache. So, aber also im Moment mache ich echt viel privat auch damit. Und aber auf meinen, also ich habe einen Blog, den man, also tabea-gschäschek.de, den ich unbedingt dringend mal wieder aktualisieren muss. So, also ich mache es so in Kleinigkeiten. Aber ich habe jetzt sozusagen nicht die eine Sendung, wo dann dauernd Sachen laufen. Ich mache das als eine persönliche Leidenschaft. So. Genau. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Appell vielleicht an die, die jetzt noch dabei sind. Mobile Reporting lernt man nur durchs Machen, Genau. habe ich jedenfalls festgestellt. Also da kann man Ja. dann viel lesen und viele Apps ausprobieren, aber eigentlich geht es tatsächlich darum, dass man einfach mal anfängt und dreht und schneidet und macht. Und es ist viel Handwerk auch einfach. Also es Würdest du ist, auch unterstreichen? ja, total, total, absolut. Ja. Und auch mit Frank noch ganz kurz, was gibt es denn extra für ein Handyvideo? Gut, Ich würde auch nie ich sagen, es ist ein Handyvideo, sondern es ist eben ein Video. Also ich würde da dann nicht, es ist ein Webvideo. Ich würde dann nicht, egal mit was es gedreht ist, und deswegen muss es halt auch entsprechend honoriert werden. Also ich würde dann nicht das nochmal als eine extra Kategorie da rausklamüsern. Ich noch als letztes. Also, ich hoffe, dass ihr einen Einblick gewonnen habt durch Tabea. Vielen lieben Dank für deinen Input. Aha, Yvonne sagt schon, sie ist jetzt total motiviert, das auszuprobieren. So soll das sein. Vielen Dank, Tabea, an dich. Dürfen Sehr wir gerne. gerne klatschen. Dann am Schluss nochmal der Hinweis, dass die Webinarreihe weitergeht. Wie gesagt, am 5. September findet die nächste Folge statt zum Thema Gründung eines Medienstartups. Es wird sprechen Frederik Fischer von PIKT. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Vielen Dank. Das Gleiche von mir. Ciao, ciao.